Herzlich willkommen bei einem interessanten Experiment hier im Velios. Heute geht es um Eier. Nun, da habe ich ein hartgekochtes und ein rohes Ei und das weiß wohl ein jeder, welches dieser beiden Eier das hartgekochte ist. Nein, nicht, weil das eine Farbe hat, sondern wenn wir sie auf den Tisch legen und drehen, dann dreht sich das hartgekochte wesentlich schneller und länger als das rohe. Aber nun habe ich eine Frage. Was passiert, wenn ich diese beiden Eier auf die schiefe Ebene lege und gleichzeitig loslasse? Ja, und warum war jetzt das rohe Ei schneller unterwegs als das hartgekochte? Die Erklärung ist eigentlich einfach. Beim rohen Ei muss nur die äußere Schale in Drehung versetzt werden, während beim hartgekochten Ei das ganze Ei in Drehung versetzt wird.